Genau, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr alle hergefunden habt und eingeschaltet habt. Wir fangen an mit der Release-Woche. Ich habe so Bock, Mann. Es ist eine so geile Release-Woche, habe ich das Gefühl. Und wir starten mit einem Song, der mir am Herzen liegt, der in meinem Herzen einen Platz hat. Denn es ist ein Song, den ich auch schon kenne, muss ich dazu sagen. I Like von Jacka. Und ich freue mich sehr, zusammen mit euch das Musikvideo zu sehen. Denn für alle, die mir auf Instagram folgen, auf YouTube folgen, für alle eigentlich, die jetzt hier zusehen, ihr müsst das mitbekommen haben. Wir waren auf Tour 1,5 Wochen zusammen und ich war Host quasi der Alles Live-Tour. Und ja, Jacka ist unter anderem mit aufgetreten und hat unter anderem auch diesen Song gespielt. Bedeutet, ich kenne den Song schon gefühlt in- und auswendig. Aber ich freue mich auf das Musikvideo und es ist für mich super wichtig, mit euch zusammen hier reinzuschauen. Also, bevor ihr irgendwas macht, bevor ich irgendwas mache, checkt ihr bitte den Link unten in der Beschreibung. Geht auf das Musikvideo, lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert ein Herz oder irgendwas. Irgendwas. Sonst dürft ihr nicht zusehen. Das ist die Voraussetzung, heißt es, ja. Voraussetzung. Ansonsten freue ich mich sehr drauf. Das Ganze ist produziert von Maxi. Wie gesagt, Song kenne ich schon. Es sei denn, der wurde noch ein bisschen abgeändert jetzt in die Final Version reingekippt oder so. I don't know. Ich weiß nur von den Trailern her, dass wir ein super süßes Musikvideo bekommen. Und ich freue mich wirklich, das Musikvideo zu sehen. Und es wird demnächst noch ein Video zur Tour geben. Es gibt auch noch einen Tour-Vlog, der hochgeladen wurde auf dem Alles Gold-Kanal. Ich habe noch so viel Stuff euch zu zeigen, zu erzählen. Das kommt alles. Es wird noch ein großes Q&A hier auf YouTube geben zur Tour. Es wird alles passieren, Freunde. Das heißt, ja, keine Sorge. Aber erstmal jetzt hierzu. Song. Let's go. I like. Ich fand's jetzt schon gut. Wir liegen auf dem Parkplatz und ich bin starstruck von dir. Eine Stunde wie Sekunden vorbei. Sternhimmel, unser Schlafplatz und ja, ich mag, was passiert. Diese eine Nacht hat alles gezeigt. Ey, ich werde das ganze Musikvideo, ich werde einfach solche lächeln. Ich werde solche lächeln und das Video mit euch ansehen. Ich werde nicht, ey, viel mehr wird nicht passieren, glaube ich, aber egal, wir genießen das zusammen ganz kurz, okay? Weil das Ding ist auch ein Sommerhit. Ich finde, das ist so ein richtiger Sommer-Frühlings-Hit. Ich nach dem Tag an, als ob du schon immer da warst. Egal was du machst, Paper like. Du weißt immer, was ich mag, obwohl ich nichts gesagt hab. Egal was du machst, Paper like. Trinken Gin Fizz, als ob es nichts Süßes. Ja, so ein fucking süßes Musikvideo. Ich sag's, wie es ist. Lange nicht mehr so ein schönes, ehrliches Musikvideo gesehen. Es gibt, ich hab ne Baggy in der Bag und du mein Gloss auf den Lips. Du hast alles, was ich brauch und ich Gefühle für. Der Wein ist vielleicht lieblich, aber wir sind es nicht. Baby, ich bin besessen von dir. Boah, Mario Kart. Ey, wir hatten echt, wir hatten einen Fernseher im Tourbus und wir haben gesagt, es wäre so geil, hätten wir Mario Kart spielen können. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, selbst wenn wir Mario Kart da gehabt hätten, wir hätten das maximal einmal gemacht, glaube ich. Also im Bus wurde alles gemacht, außer irgendwie... keine Ahnung, wir hatten so viel anderes zu tun, da wäre gar keine Zeit gewesen. Wir haben geschlafen, wir haben gesungen, wir haben oft gesungen, random. Wir haben Raf Camora und Bones Musik gehatet, weil unsere Bro, Tourmanagerin, ist das richtiger Begriff? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Sula, absolute Ehrenfrau. Ganz viel Liebe in meinem Herzen für sie. Sie hat einen Musikgeschmack, der eigentlich sehr breit gefächert ist, haben wir am Ende gemerkt. Aber immer wenn sie nicht weiß, was sie anmachen soll, macht sie einfach Bones und Raff an. Dann macht sie einfach ein bisschen Bones und Raff an. Und dann war es irgendwann immer so, dass wir einfach irgendeinen Song hören wollten und dann hat sie immer Bones und Raff angemacht. Aber es war irgendwie auch schön. Keine Ahnung. Wir haben Stadtland Fluss sehr viel gespielt. Wir haben alle abgezogen. Ihr müsst wissen, ich saß neben den beiden im Bus die ganze Zeit und die coolen Leute sitzen hinten. Wichtig natürlich, ja. Sag ich so, wie es ist. Und wir haben in Stadtland Fluss alle abgezogen. Also eigentlich haben wir nur gegen Laplace gespielt, aber also was will man da auch erwarten, ne? Da konnte man jetzt auch nicht, also sorry, hätten wir auch alleine alle hinbekommen. Nee, aber ich glaube, das wäre mit Mario Kart wäre cool gewesen für ein, zwei Mal, aber wir hätten es safe nicht oft geused. Ich seh dich überall, als würd ich halluzinieren. Lass die anderen reden, keiner weiß es besser als wir. Sag mir alles von dir, du brauchst nichts verstecken von mir. Flame, guck ich brenn. Das ist auch so eine schöne Zeile, finde ich. Zeig mir alles von dir, du brauchst nichts verstecken von mir. Ich finde, das ist so eine schöne Art und Weise, Vertrauen und Liebe auszudrücken, finde ich. Sag mir alles von dir, du brauchst nichts verstecken von mir. Flame, guck, ich brech. Wir sind fremd, trotzdem kennst du mich. Ich lieg neben dir und denk an nichts. Hoffe, dass es nie zu Ende ist. Wir liegen auf dem Park. Ah, so ein schönes Musikvideo, Mann. Ich freue mich gerade. Ich bin einfach glücklich. Ich bin richtig glücklich. Sternhimmel, unser Schlafplatz und ja, ich mag was passiert.
Ey, und ganz kurz, ich muss nochmal sagen, ist auch ein Hit. Ganz kurz, Song ist auch ein Hit. Brauchen wir nicht drüber reden. Ist ein fucking Hit, ist ein Sommerhit. Say no more. Pepper like. Mann, ey, ich bin so glücklich, Mann. Hm. Schickt das eurem Lieblingsmenschen. Schickt das Video jetzt eurem Lieblingsmenschen. Jemanden, wo ihr genau das fühlt, was hier erzählt, beschrieben und gezeigt wird. Schickt das. Schickt das. Die Leute werden sich freuen. Trust. Trust. Ey, so süß. Junge, so süß. Ey, ich habe doch ein bisschen über die Tour gelabert. Mir sind so viele Stories noch eingefallen. Aber wie gesagt, es kommt noch ein extra Video zur Tour, wo ich nochmal euch auch noch viel zeigen werde. Ich habe auch noch 80 GB auf dem Handy. Aber so ein schöner Song, wirklich so ein schöner Song, so eine schöne Geschichte irgendwie und so ein schöner Vibe vor allen Dingen, ja, keine Ahnung, voll Sommervibe, voll Frühlingsgefühle, die Honeymoon-Phase wird hier voll so aufs Perfekte beschrieben und, keine Ahnung, hittet vielleicht bei mir nochmal ein bisschen anders, wenn ich die kenne, so, dann ist es nochmal ein bisschen, denke ich nochmal ein bisschen mehr, ah, das ist schon süß, Mann, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das ein wunderschöner Song und ein noch schöneres Musikvideo, finde ich fast. Deswegen lasst auf jeden Fall, hey, alle rüber, Support, Liebe da lassen. Egal, ist mir egal, ob ihr da schon kommentiert habt, schreibt noch einen Kommentar. Okay? Danke. Ey, Freunde, sorry fürs Nerven, dass ich auch nicht viel sagen konnte, weil ich einfach nur glücklich war und den Song schon kannte, aber es war mir sehr wichtig, dass der hier auf jeden Fall auf diesem Kanal noch vertreten ist, ja. Und, ey, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder bei einem weiteren wunderbaren Video. Schreibt mir hier gerne in die Kommentare, welche Songs ich noch abchecken soll, die rausgekommen sind. Die Liste ist lang, der Kalender ist voll, aber, wir kriegen es hin, okay? Wir arbeiten dran, wir kriegen es gemeinsam hin, Freunde. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt so fresh und gut aussehend wie immer. Ganz wichtig zum Schluss, vergesst heute nicht zu lächeln, zumindest ein kurzes Mal, ein kleines Lächeln. Kriegt ihr hin. Ich danke euch. Wir sehen uns bald fresh und ciao.